Hier ist ein Spring-Heinrich, Alter. So ein Flummi. Ich hab mit Donner zu Level 6, aber die reveriert werden. Kann ich machen. Klebeband und was war das noch? Muss ich gleich gucken. Jetzt auch wieder hungrig, ja? Ich hab doch Essen mit. Oh nein, das ist er. Der Flummi-Typ, Alter. Der ist ja lästig. Och, noch ein Köter. Hier bin ich ja. Was brauchst du? Pflastersteine? Hier ist irgendwo ein Zombie. Was war das denn? Wo ist der? Steffi. Ja? Ich hab aufgeschlossen und muss das aufteilen, so ein bisschen. Ich hab das nicht mehr zu portieren. Alter Spiegel. Wir machen hier was kaputt oder was? Ja. Die Tür. Hier. Das ist schon wieder der Teppisser hier. Hopp ab. Haare bleiben dran. So, jetzt kann ich aufteilen. Ah, die geht leicht zu besiegen noch. So. Ja? Brauchst du da was vorne? Hab ich da aufgeschmissen. Man kann ja gerne auch von verschiedenen Seiten Leitern hochmachen. Stiefel kann ich gut brauchen. Mehr. Warum sitzt er denn hier jetzt? Hä, warum kann ich denn hier kein Geländer ransetzen? Jetzt noch mal schnell eine Maschine bauen und dann werde ich mal Stücke zum Händler bringen. Wenn er Pflastersteine, hier ist ein Stein angeknabbert. Also ich habe auch welche in der Kiste, aber da kommt keiner ran. Ich habe gerade die Tür hier zugemacht. Pflasterstein und Ziegelblock, was meinst du? Pflastersteine, wo? Einmal. Nur 7 habe ich.
Was braucht man eigentlich für diese komischen Drahtdinge? Meinst du Stacheldraht? Ja. Eisen? Also ganz normal Eisen und... Mein Gott, was war das, Marcel? Du hattest es mal hergestellt, ne? Eisen und Holz. Jetzt hätte man ja nochmal von innen die Wände... Hier ist irgendwo ein Hund. Einmal damit. Oh, der ist hier bei mir. Oh, das ist so ein fettes, großes Vieh. Oh, Hilfe! Ich schaffe ihn nicht alleine. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich habe ihn allein geschafft. Gibt's ja wohl nicht. Oh, jetzt bin ich aber verseucht. Hauptsache. Hast du jetzt Pflastersteine gehabt, Jesse? Ich hab keine. Was wäre du welche? Ich hab nur 7 Stück. Ja, die reichen ja. Die, für den einen Stein, der ist hier angeknabbert von dem Hund. Meine Kiste. Ja, eine Kiste habe ich auch, denn egal, hole ich mir nachher selber noch. Eigentlich bald bis nach dem David, wo bist du überhaupt? Unten oder? Wo ist denn? Draußen bist du? Ja. Jetzt hier raus, David? Na, oben. Oh. Komm mal hier, hier bin ich an der Leiter, eine Treppe, folgen wir mal. Und dann geht's hier raus. Diesmal müssen wir oben noch einmal komplett rumziehen, ne? Ja. Ich glaube, hier oben ist. Aber ich mache jetzt erstmal das Gelände, das. Das nenne ich das, während des Blutmonds einer runterplumpt. Ja. Geht man hier runter? Na, du bist eine, entweder du springst, da passiert dir nichts. Oder da ist eine Treppe, da wo du rausgegangen bist. Oder du setzt irgendwo noch eine Leiter. Das ist Banane. Hauptsache wir kappen die alle, wenn Blutmond ist. Okay, hier ist noch eine Schwachstelle. Ich kann so hochklettern, hier rauf, dann hier durch. Hinter dir kommen 3 Zombies, David. Drei? Guck mal an, was da kommt, Alter. Ja, die versammeln sich schon langsam, ne? 2 fette Connies. Bin eh fast tot. Geht das gleich von morgens an los mit denen? Nee, aber da sind immer Schwierigkeiten. Ja. Wir sind ja jetzt im Dorf und hier ist ja eh immer mehr los. Das würde ich nicht ganz so sagen. Jetzt erstmal ein paar Lücken für Lücken. Mit ihren kurzen Ärmchen trifft mich natürlich. Boah, Snoo. Boah, die fliegt auch mit drauf. Was? Ach, mit Eisen und irgendwas anderes. Okay. Hier war irgendwo die Treppe. Weiter? Ja, da. Nee, da. Siehst du doch. Ja. Aber wenn man da runterspringt, dann verletzt man sich eigentlich nicht. Oder auch öfter mal runter. Ja, aus Versehen. Aber den brauche ich nicht wegmachen, weil da kommt er eh noch davor. Erstmal müssen wir die Welle nachher überstehen.
Geh mal noch ein bisschen Lehm holen. So, Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Wir jetzt mal gut geschützt sind jetzt für die. Warte mal, einen Tag haben wir noch, ne? 20 Cent. Ja. 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 Wir sind ja bald außen rum. Schon gut geschützt. Für Sicherheit müssen wir sonst, bevor der Blutmond anfängt, die Treppe im Haus aufkappen. Dass, falls sie unten durchkommen, dass sie nicht zu uns hochkommen können. Ach, das glaube ich nicht, dass sie unten durchkommen. Ja, gut. Na, ich hätte so eine Falltür reingemacht, denn für uns oder so. Ach, so eine Klappe meinst das, du nur, dass man den Leiter kann. Aber zwei Klappen macht. Eine Klappe, falls du beim ersten durchkommen, der noch so eine Sicherheitsklappe, weißt du? Ich finde die Leiter immer hin. Ja, du kannst auch irgendwo noch eine ranbauen. Nee, muss doch hier sein. Ja, die müssen ja wieder weggemacht werden, das weiß ich. Ich will jetzt was hoch. Ach, hier. Ey, warum ist mein ganzes Gerüst kaputt gegangen? Wie? Hat es keine Befestigung gehabt? Wie, dein Gerüst ist kaputt gegangen? Na, ich hatte hier die ganze Zeit schon was rangebaut und ist jetzt alles abgefallen. Oder hast du falsche Maustaste gedrückt? Eigentlich die rechte. Das geschafft. Einmal rum hier. War noch Lehm drin im Ofen? Ich hab jetzt gar nicht geguckt. Weiß nicht, aber David. Ja. Komm ruhig. Wieder an den scheiß Eingang vorbei. Ich versteh's nicht. Was ist der denn? Na, an der Haupteingangsseite. So, da war ich eben dran vorbeigegangen. Da denn? Hast du das gebaut? Achso, ja, viel Glück, Alter. Viel Glück in deinen Stein. Patrick Star, Ding. Ja. Was ist Patrick Star?